Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Es ist mal wieder Hunter und Alex. Let's play Deathmatch Time. Let's ready to rumble. Ja. Wer wird wieder auftauchen? Genau. Nein, wir rezensieren und let's play mal wieder ein Spiel für zwei Personen, ein richtiges Zwei-Personen-Spiel. Mhm. Nämlich Aqualine, Schwarmtaktik für zwei. Ich hätte fast gesagt Schwarmtaktik für jedermann. Ja, aber fast. Ja. Naja, wir werden es sehen. Genau, das Ganze ist von Marcello Bertocci. Nicht mehr ganz neu 2020 rausgekommen, aber bislang hatten wir es irgendwie noch nicht in der Mangel. Es kam mal wieder so ein bisschen in unser Gedächtnis, weil vielleicht hat ja der eine oder andere bei Better Board Games das Brettspiel-Duell, das Quiz gesehen. Da haben wir auch gesagt, hier, Aqualine. Da war nämlich eine Frage, Zwei-Personen-Kosmos-Spiel, und das ist hier auch wieder in dieser Zwei-Personen-Reihe erschienen. Sowas ja auch wie Paris Stadt der Lichter, also schon eines der neueren in der Zwei-Personen-Reihe von Kosmos. Mhm. Und da haben wir gedacht, lass uns mal hier so ein bisschen auf die Mütze gehen. Damit wir allerdings nicht zu lange überlegen, haben wir das Ganze zeitlich noch mal ein bisschen eingeschränkt. Wir machen jetzt eine Partie gleich Speed Aqualine, ja? Also richtig so wie beim Schach. Das heißt, jeder hat nur 5 Minuten für die Gesamtpartie. Komplette Bedenkzeit, was einfach heißt, wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, wir spielen immer noch, dann darfst du wirklich gar nicht mehr nachdenken. Dann ist nur noch. Ja, nee, dann eigentlich theoretisch ist dann vorbei. Aber nee, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es beim Spiel Speedschach ist, aber ich glaube, es ist dann so, dass du verloren. Hast du dann verloren oder musst du dann glaub, sofort? Ich glaube, du hast verloren dann. Ja. Kann es sein. Aber egal, wir machen es schnell. Wir werden dann einfach. Unser Ziel ist es in den 5 Minuten. Also sagen wir mal so: Persönlich hat man verloren, wenn man es nicht schafft in den 5 Minuten. Das heißt also, wenn du in den 5 Minuten. Was ich ja wirklich lustig finde, ist, dass wir irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass wir zurzeit immer mal wieder so Doppelthemenspiele haben. Ja. Wir hatten jetzt vor kurzem Dive, jetzt mit Aqualine das nächste tauchthematische Tauchspiel. Wir hatten vor kurzem die zwei Katzenspiele. Mhm. Ja. Also irgendwie doppelt passiert das so, das ist nicht mal eigentlich abgesprochen. Nicht mal abgesprochen, aber ich finde, es ist ganz nett. Man hat, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, das hat mit Tauchen jetzt nur peripher was zu tun. Es ist halt diese also man will halt Gruppen bilden, Schwärme. Ja, naja. Es ist halt unter Wasser, wir haben ja Meerestiere. Es ist natürlich ein abstraktes Legespiel. Ich denke, die Regeln erklärst du einfach ganz schnell und knapp und dann. Kurze Regelerklärung, die wirklich also sowas von schnell geht. Einfach ein abstraktes Spiel mit ganz wenigen Regeln. Und dann geht's los hier. Speed up und dann wird hier schnell gespielt. Bei Aqualine duellieren wir uns hier gemeinsam auf einem quadratischen Spielbrett. Die beiden Spieler suchen sich jeweils eine Partei aus. Und zwar gibt es die Partei der Tiere und es gibt die Partei der Farben. Der Spieler, der die Tiere wählt, der möchte am Spielende möglichst viele Tiere zusammenhängend hier auf dem Spielbrett haben. Also möglichst viele und große vor allem Tierschwärme bilden und der Spieler mit den Farben möchte das Gleiche einfach mit den Farben schaffen. Der möchte einfach möglichst viele größere Flächen zusammenhängend hier mit Farben puzzeln. Am Anfang mischt man einfach diese ganzen Plättchen, dreht sie einmal um, mischt sie einmal gut durch. Dann werden hier 6 aufgedeckt. Das ist die Auslage, von der wir dann einfach die immer beim Spiel neu kaufen. Die wird auch immer wieder aufgefüllt. Wenn man dran ist, macht man immer 3 Sachen. Man schiebt ein Plättchen, das zeige ich euch gleich. Beim allerersten Zug geht es aber nicht, weil da noch nichts liegt. Dann nimmt man eins von diesen 6 ausliegenden, platziert es irgendwo. Also das heißt, ich mache das erstmal, da ist jetzt sagen wir mal, der erste Spieler dran, der platziert einfach hier den ersten Stein und dann wird einfach wieder aufgefüllt. Jetzt kommt der Mitspieler dran, der kann jetzt schon schieben. Schieben bedeutet, dass man einen Stein so lange in eine Richtung schiebt, bis der irgendwo anstößt, entweder an einen anderen Stein oder an die Grenze des Spielplans. Das heißt, der könnte jetzt zum Beispiel einfach hier so hinschieben und dann nimmt er auch einen. Nehmen wir mal an, dieser Spieler ist der Spieler mit den Tieren. Dann würde er vielleicht sowas hier setzen, um jetzt hier schon mal einen ersten kleinen Schwarm zu bilden. Ja, jetzt ist wieder der andere Spieler dran. Der schiebt auch, der will ja vielleicht eben gerade nicht, dass hier Tierschwärme sich bilden, sondern Farbschwärme. Deshalb macht er vielleicht das hier gerade wieder weg und baut sich dann eben zum Beispiel hier einen ersten kleinen Schwarm hier mit Lila.
Und hat den natürlich dann hier auch so gesetzt, dass jetzt der Mitspieler das nicht einfach wieder zurückschieben kann. Genau. Und so läuft die ganze Sache dann. Das heißt, jetzt kommt wieder der andere Spieler, der versucht vielleicht, achso, der muss ja auch immer zuerst schieben, darf man nicht vergessen. Das kann er natürlich dann so machen. Und so zum Beispiel setzen, das wäre jetzt nicht schlecht, der will ja die Tiere haben. Jetzt hätte er schon zwei Schwärme A2 und dann kommt eben wieder der andere Spieler dran. Und wir spielen einfach so lange, bis alle Steine gesetzt sind, dann ist hier alles voll und dann wird einfach nur gewertet und dann gibt es jetzt einfach so eine ganz einfache Punktezählung, einfach ein Zweierschwarm gibt einen Punkt, ein Dreierschwarm 3, ein Viererschwarm 6, 5er 10, 6er 15, daran sieht man schon, je größer die Schwärme werden, desto mehr Punkte geben sie auch, also eben so ein Zweierschwarm, der ist einfach wirklich nur ein Punkt wert, wohingegen einfach ein Dreierschwarm schon 3 Punkte, ein Viererschwarm sogar 6 Punkte wert ist. Also das lohnt sich dann vor allem eben mit Vierer- und Fünfer-Schwärmen. Das sollte man dann tatsächlich auch möglichst verhindern, dass der Mitspieler das umsetzen kann. Und das ist im Prinzip halt auch das Spielprinzip. Dadurch, dass man eben immer verschiebt, kann man natürlich nicht nur die Sachen zu sich hinschieben, sondern eben auch dem Gegner wegschieben oder so bauen, dass man dann seine größeren Schwärme eben wieder auseinandertreibt. Und ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel. Man spielt, bis alles hier gesetzt ist, dann wird gewertet und dann gewinnt der mit den meisten Punkten. Okay, ich hoffe, du hast dich, bist schon... Ja, wie das immer so ist, die Regeln sind einfach, um das Ganze zu meistern, ist natürlich so eine Sache. Wir du sind, darfst anfangen. Ich darf anfangen. Oh, ja, das heißt, ich nehme einfach die untere Uhr, du die obere. Oh ja, genau. Ich spiele Farbe. Das haben wir schon am Anfang uns hier so ein bisschen ausklamüsert hinter den Kulissen und Hunter spielt Tiere. Ich finde, das Schwierigste ist eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob Anfang so gut ist. Keine Ahnung, ich habe es letztes Mal angefangen. Aber ja, das Ding ist, was ich immer eher schwierig finde, ist, wenn, vor allem wenn du mir so eine Zeit drückst, ich hoffe, da machen wir keinen Fehler, dass du wirklich immer zuerst schiebst und dann setzt. Manchmal hat man im Kopf so, ich nehme jetzt und dann schieben. Nee. Ja. Immer schieben, erst schieben und dann setzen. Setzen und ganz wichtig ist auch neun Steine, die da hinlegen. Ja. Gut, also ich starte hier mal die Partie. Also, Dennis, bin doch die obere Uhr. Ich fange hier einfach mal mit Rot an. Dann lege ich einen Stein nach. Ach ja, weil... Achso, und jetzt mache ich so? Zack. Ich glaube, das macht der... Also, ich bin ja eine Schachuhr, macht immer der... Zack. Ja. Und werde natürlich hier mir gleich mal so einen kleinen Schildkrötenschwarm. Man muss immer auf der anderen, auf der die tickt, muss man tippen. Erst schieben. Erst schieben, ja. Ja, da fängt es schon wieder an. Oh Mann, diese... Die Uhr, ich merke jetzt schon, dass die Uhr so ein bisschen... Die du hast Stress. Ja auch so viele Sachen schon wieder reingemacht. Ich merke jetzt schon, die Uhr macht es nicht besser für mich. Wir haben wieder was vergessen. Ja, das ist halt so. Man ist dann selber schuld eigentlich, wenn man nicht so viel Auswahl hat. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich muss man... Man muss wirklich... Ich halte das hier mal fest, unser Board in der Ecke. Hunter hat ein bisschen mehr Zeit auf seiner Uhr. Ja, das kann ich nicht gutheißen. Ich muss dich nochmal... Ja, und dann nicht nachlegen und meine Uhr schon anmachen. Da bist du ja wirklich... Das ist ja ein Profi, ist das. Das ist ja ein richtiger, okay. Ein richtiger Profi. Ja, das war ein guter Move. Ach nee, ich erstes Ding legen? Ich mache das nicht. Das muss ich dich nachholen. Ah, das macht die Sache. Es ist nochmal eine Ebene. Das ist echt, aber ich finde es ganz gut, muss ich sagen, mit dieser Zeit. Erst nachlegen. Sehr gut. Oh, ich schiebe das mal hier hin. Ich habe auch echt, was ist denn hier alles schon wieder? Farben, ich weiß. Ja, ich glaube, schon wieder einen Fehler. Also ich habe wahrscheinlich schon mehrere Fehler im einen gemacht, aber... Ja, überleg, du hast Zeit, du kannst noch ein bisschen überlegen. Das ganz wichtig ist, dass du jetzt erst einen Stein nachlegst. Jetzt mach ich nicht nervös. Ja, mach mich nicht. Aber deine Zeit ist schon ganz gut abgeschmolzen. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Kann ich da nur sagen. Wir müssen ein bisschen hier, Hunter muss ein bisschen mehr... Du musst jetzt auf jeden Fall einen Stein nachlegen. Ja, mache ich. Ah, und dann macht er auch noch Randale hier. Boah, nee, das will ich nicht. Erst nachlegen, genau. Das willst du nicht. Dann. Er muss ja auch echt... Ich schieb den mal runter. Leg das mal hier hin.
Rot. Rot ist doch so eine schöne Farbe. Ich mache immer den Fehler, sodass ich mich dann doch immer so ein bisschen verleiten lasse. Du kannst hier einfach so was Blaues hinlegen. Ja, muss ja ganz locker bleiben. Ich glaube, so die Schachspieler sind auch, sie bleiben so ganz cool. Ja, das lassen sich nicht stressen von der Uhr. Ich habe das jetzt runter. Das hast du jetzt einfach runtergeschoben. Ja, ich habe das runtergeschoben. Ja, nicht stressen lassen. Ach so, schön. Ja, schön für mich bauen. Das finde ich sehr gut. Ja, ja. Noch ist es ausgeglichen. Das ist gut. Hm. Ja, ich dachte schon, du schiebst es in die Ecke. Ja, 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 ja. Ich verstehe. Das sind hier die Moves, die gemacht werden. Mhm. Aber ich würde so gerne immer mal zwei Sachen auf einmal schieben. Nein. Nicht sowas machen. Das ist ja schön. Schön kann man woanders spielen. Ach, komm, naja. Das ist jetzt schon fast ein bisschen tricky hier. Ich kann euch empfehlen, spielt das nur so. Das ist auf jeden Fall mit der Zeit. Ich muss erst schieben. Ja, 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 ja. Was machst du da? Was machst du da für wilde Sachen? Ich schieb den... Oh, will ich den wieder zurückschieben? Jetzt wäre doch was Rotes toll gewesen. Ich schieb den hier zurück und nehme, glaube ich, den hier einfach. Nein. Ja, ist okay. Das ist immerhin noch meine Farbe. Du willst da so eine Crappy-Crap? Ja. Ne? Ja. Crappy-Crap. Die Hälfte der Zeit ist schon fast um. Das können wir gar nicht. Ich muss das hier auch alles noch mal ordnen, so ein bisschen. Ich schieb das mal hier hoch und das hier hin. Und schnell! Nee, nee. Achso, nein. Ja, das. So. Noch viel besser. So. So, warum willst du das? Ah, das sind. Nee, ich muss das auflösen. Das geht nicht. Ich muss das wegmachen. Das kann ich nicht gutheißen sonst. Das kannst du nicht gutheißen. Was tue ich hier irgendwie? Aber das ist auch nicht so. Ich habe gerade gar keinen Überblick. Wo hast du denn schon? Da oben hast du drei Schildkröten. Da hast du jetzt noch zwei Krabben. Was hast du denn da jetzt? Ach, das Rot finde ich doch immer so schön. Ich glaube, ich schieb die mal hier rein und nehme mal das hier. Ach, wir sind jetzt im Zug, du bist im Zug 12 übrigens, auch sehr schön, dass das auch die App ja mitrechnet. Ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist natürlich durch die Anzahl der Steine festgelegt. Was machst du denn da? Hör doch mal auf mit dieser Qualle. Oh, das kann ich nicht gutheißen. Die Qualle, aber blau, blau brauche ich auch gar nicht so richtig. Oh, wir sind schon unter 2 Minuten. Ja, aber wir nähern uns auch dem Ende. Hör doch mal auf, meine... So ein Crap. Ah, jetzt könnte ich da... Ja, jetzt nicht hier ein verdecktes nehmen. Yes, sehr gut. Ah, gut, habe ich ja. Aber du hast auch... Aber ja, das ist, sind halt diese... Das ich habe halt dem Gegner diese, auch geholfen. Ja, ja, immer diese Entscheidungen. Ich gehe mal hier meine... Hin. Aber guck mal hier. Ja, das ist so richtig... Passt es so nicht. So richtig ist es nicht. Ein Herzschlagfinale wird es sowas machen jetzt. 1:30 noch auf der Uhr. Ja, ich will keinen Druck aufbauen. Ja. Nein, nein, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Nein, nein, nein. Ah, wo soll ich hinschieben? Ich schiebe jetzt mal nach da. Letztes ist aufgedeckt. Oh, jetzt habe ich nur noch 1:13, aber man darf auch, man muss seine Zeit auch nutzen. Ja, ja, genau, man muss an der richtigen Stelle muss man auch, oh, so richtig farblich ist hier gar nichts mehr am Start. Mann, ey, ich schieb den mal hier wieder weg und setz, glaube ich, mal... Ah, den hätte ich dir jetzt sonst natürlich. Ach, Glück gehabt. Den hast du gerade noch rechtzeitig da. Ja, sonst hättest du da wieder irgendwas weggeschoben. Ja, ja. Den will ich trotzdem dir noch entziehen.
dann natürlich den hier hinsetzen. Guck's dir an. Achso, ja. Der bringt dir zwar auch was, aber mir noch mehr. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ja, das sind diese Momente, ja, gute Farbe, aber hier auch wieder das Tier, also es hat, hör doch mal auf jetzt. Ja, guck mal, ich hätte voll viel länger überlegen können. Hättest noch. Du machen ja? können. Aber wir wollten natürlich auch für euch auch eine schnelle Partie machen. Okay, ja gut, das ist jetzt, obwohl, da immerhin kann ich hier. Yes. Ja. Ja, also wir sind beide in der Zeit geblieben, ja. War eine schöne, schnelle Partie, aber jetzt darfst du zählen. Ja, netter Versuch. Und ich kann schon mal vorweg sagen, es ist alles schön und gut, was man hier macht. Das Punkte auszählen hasse ich bei diesem Spiel wie die Pest. Ach, so schlimm ist es nicht. Jetzt hör mal ich auf. Würde vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht hat Cosmo das sogar im Portfolio. Also die Figuren, also die Tiere hier, die sind ja relativ in einem klar erkennbaren Shape, ne? Hier dieses Polymorph und so. Ich hätte gerne so eine App, die so man so, wo man so ein Foto macht und dann wird es ausklamüdert, weil ja. Man kann halt ja nichts weglegen. Ne? Ich habe zum Beispiel hier die Farbe schon gewertet. Na, mach das nicht, weil da sind ja auch die Tiere drauf, die für den anderen sind. Gut, ich werde einfach mal anfangen. Ich werde hier zwar, also ich habe hier 4 Schildkröten, das sind 6. Dann habe ich hier 3 Quallen, sind 3, sind 9. Ja? Hier sind, das ist ein Punkt, 10, 2 Dinger, 11, richtig, 12. Ja, und hier ist gar nicht mehr so viel, muss ich sagen, 12. Hier sind noch 3 Fische, das sind nochmal 3, 15. Und die 3 Dinger sind nochmal 3, 18. 18 Punkte. Also ich glaube, ich habe sonst nichts übersehen. Dann gucken wir mal bei dir. Du hast hier einen Punkt. Ja, jetzt kann man die natürlich 2 Punkte runternehmen. Ja, alle, ja, 2 Punkte. Dann das sind 3 okay. Punkte, das sind 5 Punkte. Das ist ein Punkt. Sind wir bei 6. Nochmal 3. Sind wir bei 9. 9. Oh, 4. 6 sind 15. Oh je, ich glaube, die Revanche, ja. Dann sind wir bei 16. 17. 18, ja. 19 und nochmal, oh, du hast richtig gewonnen. 19 und nochmal 6 sind 25 ja. Punkte. Eieieiei. Und? Ja. Und ich habe auch noch mehr Zeit auf der Uhr gehabt. Das ja, sind, das fühlt sich jetzt tatsächlich gar nicht so an, dass ich so weit hinten liege. Aber ja, manchmal, man hat natürlich den Gegner nicht immer so 100% ja, ja. im Blick. Also ich muss sagen, ich finde es ein schönes, abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Ist natürlich toll, elegant, die Regel super einfach. Kann man so wegspielen. Ne? Du kannst auch, also die Steine sind ja so auch so Azul-Qualität, finde ich, diese Fliesen hier. Das ist alles super. Da kannst du gar am Strand, wenn es am Strand ist, malst du dir einfach im Sand dieses Grid auf oder du laminierst es ein, kannst du das sogar outdoor spielen. Ja. Also auch das ist ein schön schnell mitgepacktes Spiel. Ihr müsst halt natürlich, ne, abstraktes Zwei-Personen-Spiel, da gibt es einfach die Leute, die auf sowas Bock haben, schon generell Leute, die sagen, nee, ist nichts meins. Vom Thema hier, klar, das sind diese Unterwassertiere, die mitunter im Schwärmen sind, aber auch nicht alle Tiere von denen hier sind immer so, glaube ich, Schwarm. Also ich glaube, der Seeigel ist kein Schwarmtier. Sei es mal dahingestellt, das ist ganz nett, es ist natürlich abstrakt. Aber wenn ich was kritisieren darf, ich hätte dieses Ding ein bisschen größer gemacht, weil man sieht ja schon, das ist ganz schön rutschig und man kann es dadurch, dass der Rand so klein ist, nicht so gut festhalten. Ja. Aber das ist natürlich, weil die Schachtel auch klein ist. Das ist die Schachtelform. Aber letztendlich kannst du das ja auch in einem Spiel. Nee, aber klar, dieses Hin- und Herschieben hat seinen Reiz. Auch das ist einfach dieses Limitierte. Man kann nur eine Sache machen, schieben, platzieren, da wird es auch nicht zu. Auch wenn man würde gerne so zweimal schieben, wäre geil. Aber nee, das sind hier diese Beschränkungen. Ich du spielst gerne und lässt die anderen zählen. Genau. Ich spiele gerne, lasst die anderen zählen. Ihr dürft euch da nicht zu verleiten lassen, auch wenn ihr nur Farben oder Tiere spielt.
Habt ihr da ein Lieblingstier oder eine Lieblingsfarbe? Ich mag zum Beispiel sehr rot. Ich tendiere oft, wenn das denn kommt, mich zu sehr auf die Sache zu fokussieren. Da dürft ihr euch nicht ablenken lassen. Habt da Bigger Picture immer mal im Kopf. Ich glaube, man kann da auch schöne Fallen stellen. Ne? Ja. So, also, nö. Es ist eines der besseren, reduzierten, abstrakten Spiele der letzten Zeit, so würde ich sagen. Es ist aber auch nichts, was jetzt total raussticht und man sagt, das ist hier das neue Azul, was man sich unbedingt erholen muss. Ich glaube halt, für Leute, die gerne zu zweit spielen, ich finde auch wenn das jetzt hier sehr intensive Partie war hier mit dem, das haben wir uns ja auch ausgedacht hier mit dieser Zeitbeschränkung. Ich finde, eigentlich ist das Spiel sogar eher sowas, was du so gemütlich so, ja, wie du sagst, so am Strand so spielst. Eigentlich eher gerade nicht so verbissen, sondern einfach so würde ich das, glaube ich, sonst spielen. Wir haben es jetzt hier vor allem gemacht, weil tatsächlich, wenn man es ohne Zeitlimit spielt, ist es sogar eher gemütlich. Dann ist es eher lang, weil man überlegt dann auch mal ein bisschen länger. Und dann zieht sich die Sache auch so ein bisschen. Das wäre jetzt fürs Let's Play wahrscheinlich einfach ein bisschen zu langweilig geworden für euch. Aber so, wenn man einfach genau in dieser Stimmung ist, so gemütlich zu zweit, bisschen spielen, parallel Kaffee trinken, dann passt das Spiel auch ganz gut. Und für die Leute, die sowas dann mögen, kann man einfach sich holen, würde ich sagen. Aber ja, ist eben auch kein Muss. Das wäre so mein Fazit. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und Gesundheit natürlich weiter. Bleibt uns treu und ich bedanke mich natürlich für die Unterstützung dauerhaft, wie immer, von unseren Unterstützern auf YouTube, Patreon und Steady und natürlich auch fürs Benutzen der Partnerlinks, was ihr immer mal machen könnt, wenn ihr hier was Schönes gesehen habt und gesagt habt, hey, dann geben wir euch ein bisschen was zurück, dann kriegen wir auch immer eine kleine Provision ab. Vielen Dank dafür und in dem Sinne, bis dann. Ciao. Tschüss.